Hey Leute, schon wieder ist ein Jahr fast vorbei und ich melde mich deswegen wieder mit einer galaktischen Weihnachtsbotschaft. Dieses Jahr war für mich wieder fantastisch, eigentlich genauso wie das letzte Jahr. Es war das erste Jahr, in dem ich mein Weltraumbusiness hauptberuflich gemacht habe. Im März diesen Jahres habe ich mein zweites Jura-Staatsexamen bestanden und habe mir eben danach die Frage gestellt, soll ich jetzt wirklich als Jurist arbeiten oder soll ich lieber versuchen, mein Business hauptberuflich zu betreiben, und habe mich dann für Letzteres entschieden. Es war natürlich ein Sprung ins Ungewisse, denn es war jetzt nicht so, als hätte ich im März haufenweise Geld verdient, sodass das total klar gewesen wäre. Aber ich habe es einfach mal probiert und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass ich es versucht habe, es dann auch funktioniert hat. Während, wenn ich es nicht versucht hätte, ich vielleicht jetzt immer noch in einer Position wäre, wo ich immer noch zweifeln würde, ob ich es versuchen soll. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Viele von euch, die sich mal selbstständig gemacht haben, kennen das Gefühl vielleicht. Ja, und seitdem ging hier auf dem Kanal total die Post ab, könnte man sagen. Der Kanal hat sich im Jahre 2021 nochmal mehr als verdoppelt von den Abonnentenzahlen her. Die Views sind viel höher als noch am Anfang des Jahres. Mein Weltraum-Shop, in dem ich meine Bücher und Plüschplaneten und so verkaufe, der läuft richtig, richtig gut. Also ja, ich habe mir ein richtig schönes kleines Weltraum-Business aufgebaut und es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn ein Projekt, an dem man ja jahrelang arbeitet, dann irgendwann so gut läuft. Astro Comics habe ich im Jahre 2015 gegründet und damals war ja die Idee, einfach Cartoons über den Weltraum zu zeichnen. Das war meine Idee, weil ich arbeite hier schon lange im Planetarium Köln, habe hier immer viele Schulklassen und die Kinder stellen immer fantastische Fragen über den Weltraum. Meine Idee war, diese Fragen mit Comics und Cartoons über den Weltraum zu beantworten. Das war die Geburtsstunde von Astro Comics. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass sieben Jahre später das Business sich total verändert hat, in dem Sinne, dass es eigentlich gar keine Cartoons mehr gibt, sondern dass ich jetzt auch für ganz andere Zielgruppen als Kinder, denn die meisten von euch sind ja erwachsen, nehme ich an, den Weltraum erkläre, hätte ich es damals noch gar nicht für möglich gehalten. Das führt mich auch zu der wichtigsten Ankündigung, die ich in diesem Video machen wollte. Nach all den Jahren wird der Name Astro Comics nicht mehr existieren. Ich mache ein kleines Rebranding und benenne meine ganzen Kanäle um von Astro Comics in Astro Tim. Darüber habe ich lange nachgedacht und es gab viele Argumente dafür und dagegen. Klar, man soll einen etablierten Markennamen nicht aufgeben. Ne? Da gibt es viele Beispiele in der Geschichte, dass das nicht gut funktioniert hat. Aber meine Erwägung war, das Ganze hat nichts mehr mit Comics zu tun. Viele Leute sind, glaube ich, erstmal ein bisschen verwirrt, wenn sie auf den Channel kommen und das Wort Comics sehen und erwarten sich was ganz anderes, als sie dann kriegen. Und das wollte ich einfach vermeiden. Ich habe mir gedacht, dass wahrscheinlich auch viele Leute mich nicht weiter verfolgt haben oder den Channel gar nicht erst abonniert haben, weil sie eben gedacht haben, Comics interessiert mich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mich für den Namen Astro Tim entschieden. Da habe ich noch die Vorsilbe Astro drin, aus dem alten Namen, mit der man mich ja mittlerweile irgendwie auch verbindet, und meinen Namen Tim. Denn was ist der Mittelpunkt dieser ganzen Sache? Ich, der den Weltraum und die Wissenschaft erklärt. Und ich glaube, rein taktisch gesehen ist es auch schlau, das Ganze auch marketingmäßig im Namen, um mich als Person herumzubauen. Deswegen ist Astro Comics nicht mehr da. Das Ganze heißt jetzt Astro Tim. Aber ansonsten verändert sich natürlich nicht viel. Ich werde euch weiterhin alle Neuigkeiten aus den Bereichen Weltraum und Wissenschaft vorstellen. Und das im neuen Jahr sogar in einem noch größeren Ausmaß. Bisher gab es immer Montag und Freitags ein Video. Jetzt wird es auch ein Mittwochsvideo geben, und zwar in einem ganz neuen Format. Da könnt ihr sehr gespannt sein. Obwohl das Ganze sehr gut läuft, ist es natürlich immer noch kein Selbstläufer sozusagen. Mir helfen vor allem meine Kanalmitglieder dabei, diese selbstständige Tätigkeit aufrechtzuerhalten. Als Kanalmitglied kann man mich monatlich mit einer geringen Summe unterstützen und es sind schon über 30 Kanalmitglieder dafür. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr mir ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, ein galaktisches Weihnachtsgeschenk sozusagen, könnt ihr jetzt gerne Kanalmitglied werden. Es lohnt sich jetzt so sehr wie noch nie, denn ab Januar werde ich konsequent pro Monat ein exklusives Video für Kanalmitglieder erstellen, das immer am 20. des Monats erscheint. Das heißt, wenn ihr jetzt Kanalmitglied werdet, dann helft ihr mir, mein Astro-Business weiterzuführen im neuen Jahr, und ihr erhaltet 12 exklusive Videos im Jahre 2022. Ich hau euch den Link mal unten in die Beschreibung und in den ersten Kommentar. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr mir helft, meine astronomische Reise fortzusetzen. Aber egal, ob ihr Kanalmitglied seid oder nicht, oder ob ihr einfach nur meine Videos mal guckt oder mal einen Daumen hoch gebt
oder einfach nur einen Post von mir bei Instagram oder Facebook liked. Jeder von euch hilft mir so sehr dabei, das hier zu machen, meinen Traum zu leben, ne? Also davon zu leben, den Weltraum zu erklären, Wahnsinn. Und deswegen bin ich jedem von euch super, super dankbar. Ohne euch wäre das nicht möglich. Vielen Dank, Leute. Und deswegen hoffe ich sehr, dass auch ihr ein galaktisches, schönes Jahr hattet, obwohl die Welt ja ein bisschen verrückt spielt. Aber ich glaube, dass wenn wir uns auf unser eigenes Leben fokussieren und an uns selbst glauben, dann hindert uns nichts daran, auch in seltsamen Zeiten erfolgreich und glücklich zu sein. Und genau das wünsche ich euch und natürlich ein galaktisches Weihnachtsfest. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im neuen Jahr. Macht's gut, Leute.